willkommen zurück. Seht ihr? Mit kürzerer Fahrkampf. Fühl ich mich geil. Beim letzten Mal haben wir die Chemie eingesammelt im Chemielabor und jetzt müssen wir irgendeine DNA suchen. Und ich habe gerade gesehen, die Qualität von dem neuen Programm, welches ich verwende, Overwolf, ist recht nice. Leider Gottes, einige haben es in den Kommentaren reingeschrieben, es ist nervig, dass diese schwarzen Balken da sind. Ich bin mal gespannt, ob ich bei diesem hier auch noch so schwarze Balken habe. Wenn ja, liegt es definitiv daran, dass ich derzeitig mit einem uralten Bildschirm spielen muss und der halt den Bildschirm aufnimmt. Ich könnte ja nebenbei mal eben was ausprobieren, falls da jetzt kein Restart vonnöten ist. Und kann einfach mal die Auflösung erhöhen. 1280 mal 720. Können wir noch ein bisschen höher. 60 Hertz. Mal schauen, was passiert. Falls es jetzt abstürzt, machen wir dann beim Spielstand hinten wieder weiter. Kommt ein kurzer Cut rein und fertig. Jetzt habt ihr kurz Schwarzbild. So. Fortsetzen. Schauen wir mal. Vielleicht ist es ja jetzt, hat das vielleicht jetzt eine bessere, größere Auflösung oder so. Man weiß ja nie. Ihre Beharrlichkeit erstaunt mich. Sie klammern sich an den allerletzten Strohhalm und lassen einfach nicht los. Sie halten an dem fest, was einst ihre Welt war. Sie gehört jetzt den Kindern. Irgendwie zieht sich meine Box jedes Mal ein Stück rum. Ich glaube, ich muss die Kabel anders legen. So. Ja, ich spiele dieses Spiel halt über Boxen. Ich weiß. Und ich weiß, ich laber da gerade rein, aber ihr könnt es auch unten lesen. Der labert eh nur Schwachsinn. Scheiße. Waffe wechseln. Und da ist er down.
Bei den Biestern muss man immer aufpassen. Da darf man nie zu nah rangehen. Die können einen ganz böse den Koffer packen. Da steht doch einer. Sieht aber schon ziemlich ramponiert aus. Auf die können wir auch nicht schießen. Ich will sie erlösen von ihrer Qual. Ja, da liegt was. Mädels! Und einen Sauerstofftank. Ja, Sauerstoff haben wir ja wohl lange schon genug. Ich habe so das dumme Gefühl, dass die alle gleich uns irgendwie wieder ans Leder will. Na, ja, ein Speicherstand. Den nehmen wir doch gleich mal mit. Das Büro. Probe 9797 wird der chemische Verbindung. Das ist die Logbuch von Dr. Janice Mercer. Der Proband reagiert weiterhin positiv auf meine Experimente. Die Stärke und nicht zu vergessen die Elastizität seiner Zellen ist bemerkenswert. Dr. Keil würde das sicher missfallen, aber ich erwarte dahingehend keine Probleme, da sich der gute Doktor mit dem Marker beschäftigt. Als ob das jetzt doch was ist. Das war's, Isaac. Jetzt muss man, dass das reicht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle, in Gottes Plan. Empfangen Sie Ihren Untergang. Ausfall der Linsalensystem auf der Krankenstation. Wer zum Henker war das? Isaac, er hat den Druck auf dem gesamten Deck runtergefahren und ich komme nicht mehr an die Systeme ran. Die gesamte Luft wurde ins All geblasen. Du solltest das auf der Sicherheitsstation wieder online bringen können, aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Credits. Credits sind immer gut. Was haben wir hier? Oh, Halbleiter Gold. Credits. Jetzt gehen wir mal schnell darüber. Ja, die Olle ist jetzt tot, das war klar. Sauerstoff aufladen. Jetzt verrecken wir. Ja, wir sind mal wieder tot. Verdammt! Also heute ist definitiv nicht mein Tag. 13 Parts, nein falsch, 12 Parts ohne wirklich einen großen Tod. Persönliches Logbuch von Dr. Janice Mercer. Der Proband reagiert weiterhin positiv auf meine Experimente. Die Stärke und nicht zu vergessen die Elastizität seiner Zellen ist bemerkenswert. Dr. Keil würde das sicher missfallen, aber ich erwarte dahingehend keine Probleme, da sich der gute Doktor mit dem Marker
Das war's, Isaac. Jetzt musst du nur noch das... Das reicht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle. In Gottes Plan. Empfangen Sie Ihren Untergang. Isaac, er hat den Druck auf dem gesamten Deck runtergefahren und ich komme nicht mehr an die Systeme ran. Die gesamte Luft wurde ins All geblasen. Du solltest das auf der Sicherheitsstation wieder online bringen können, aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Mach die Tür zu. Na, jetzt kommt der hier auch noch rein, ey. Alter, die Viecher noch an der Backe. Mann. Tür zu. Wow. Luftkanister. Puh, das war knapp. Dachte ich mir, wir gehen nochmal kurz zum Shop zurück, Freunde. Auch wenn das jetzt ein bisschen Credits kostet, aber wir brauchen neue Munition. Lass mal Energie. Oh, nicht genügend Credits. Müssen wir jetzt gucken, dass wir wieder keinen Credits reinkommen. Oh Gott, nee. Das ist jetzt aber gar nicht gut. Gar nicht gut. Nee.
Informationen über die Atmosphäre. Der Bericht eines Überlebenden sagt aus, dass eine gewaltige Kreatur über die Hydrostation ins Schiff eingedrungen ist. Von da an lief die Luftqualität nach. Der Überlebende nannte sie Leviathan. Ja, ein Leviathan, jippie. Ah ja. Und gegen dem, was ich eigentlich vorher machen wollte, dass ich den Plasma-Cutter modifiziere ich jetzt meine Rick. Die hat nämlich, wie ihr seht, noch gar nichts abbekommen. Und kostet mich zwar mehr, aber wir holen uns jetzt erstmal mehr Luft zum Atmen. Und hinterher gehen wir dann auf die TP-Punkte. Gleich nochmal so einer entgegen. Ja, Moment, hier war ja noch was. Hey! Das persönliche Logbuch von Dr. Charles Mercer. Ich habe jetzt einen lebendigen Probanden für meine Studien. Ich kann es kaum erwarten, meine geliebte Regenerationstheorie zu validieren. Anfangs war es schwierig, ihn ruhig zu stellen. Aber jetzt scheint es ihm gut zu gehen. Er vertraut mir, Dr. Kein. Er hat sein Leben nie anvertraut. Er versteht, welche Rolle er einnimmt. Versteht, was ich tue. Die Stirn wurde desinfiziert und markiert. Was haben Sie damit vor? Und ich versuche jetzt einen Kanal zu schaffen, durch den ich das Gewebe einführe. Hoffen wir mal, dass das Gift wirkt. Geh zurück zur Monorail-Station und dann so schnell wie möglich hoch zu den Hydrokulturen. Ich habe immer noch keine Antwort von Hammond, also sei vorsichtig. Keine Ahnung, wie verseucht das Deck ist. Ich fange an, Ihre Einstellung zu bewundern, so deplatziert sie auch sein mag. Ich glaube, Sie sollten ihn sehen, den ganzen Plan. Sie sollten das kollektive Bewusstsein nicht verschmähen. Sie verdienen es, zumindest Zeuge zu werden. Ja. Zeuge. Ich will nicht Zeuge werden. Von gar nichts. Nein. Ich weigere mich strikt, Zeuge von irgendetwas zu werden, was den Untergang der Menschheit zur Folge hat. Munition. Oh, ein Speicherpunkt. Gut, den nutzen wir jetzt auch. Und damit beende ich auch diesen Part wieder erfolgreich, auch wenn er etwas failiger war, aber dafür haben wir ja ein paar Minuten länger gemacht. Die Dinger, die machen wir gleich auf. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, bis dann, tschüss.